Ich habe heute die ganz große Freude, vor Ort bei Botta mir die Uhren und auch andere Designstücke angucken zu können. Ich hoffe, es interessiert euch genauso wie mich und es wird ein Video, was euch überrascht und einen neuen Einblick in die Welt des Designstudios Botta geben kann. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Einen ganzen Tag bin ich heute bei Botta, um mir die Uhren anzugucken, um mit Klaus Botta zu sprechen und auch selbstverständlich, um mit seinen Mitarbeitern zu sprechen, mir die Uhren anzuschauen, zu schauen, wie Design entsteht und wie man dann zum fertigen Stück kommt und natürlich auch, wie sich Design über die Zeit entwickelt. Lasst euch überraschen, ich bin schon sehr gespannt. Ja, wir sind hier bei Botta Design. Neben mir sitzt Klaus Botta. Ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen und wir werden hoffentlich ein paar sehr angenehme Minuten und vielleicht auch mehr Minuten verbringen und uns mit im positiven Sinne Äußerlichkeiten beschäftigen, denn Botta steht für Design und für ganz besonderes Design. Herr Botta, ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen. Ja, herzlich willkommen bei Botta Design. Freut mich auch, dass wir heute mal über unser Geschäft sprechen können und auch so einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Ja. Sie sind in der Uhrenwelt für Ihre Uhren bekannt, aber Sie machen ja mehr als Uhren bzw. haben nicht mit Uhren begonnen. Wie sind Sie überhaupt zum Thema Design gekommen? Was hat Sie so begeistert und warum sind Sie nicht, wie ich sprach im Vorgespräch, über Bankkaufmann geworden? Genau, ja. Ja, das hat tatsächlich eine lange Vorgeschichte. Tatsächlich hat sich schon in der Schule, also im Gymnasium, abgezeichnet, dass mir kreative Arbeiten liegen, dass mir Technik liegt, Gestaltung liegt und dass ich ein hohes Interesse an Menschen im Allgemeinen habe. Und daraufhin hat mir tatsächlich ein Kunstlehrer unter anderem den Beruf Industriedesign empfohlen. Das war das erste Mal, dass ich tatsächlich mit diesem Beruf so in Kontakt gekommen bin. Ich habe dann später in der 13. Klasse nochmal einen sehr ausführlichen Berufstest gemacht. Und da kamen auch wieder zwei Berufe raus, nämlich Chirurg und Designer tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, okay, Chirurg, super Arbeit, aber hat zu viel mit Krankheiten zu tun. Ich bin dann doch eher so Richtung Ästhetik und positiven Sachen des Lebens orientiert. Und das war dann für mich so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, ich will Industriedesigner werden. Das ist ein Beruf, der hat mit Technik zu tun, der hat mit Gestaltung zu tun und der hat mit Menschen zu tun. Also genau diese drei Punkte kommen in der Berufswahl vor. Das war für mich eigentlich ziemlich eindeutig, dass ich in die Richtung gehe. Chirurgen sind unglaublich wichtig, aber als Uhrenfreund sind Ihnen auch, glaube ich, viele dankbar, dass Sie in den Designbereich gegangen sind. Denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Sie haben mehr als eine Uhrensammlung bereichert. Okay, ja, das ist auch so das Ziel. Ja. Ja. Bevor wir zu den Uhren kommen, Industriedesign bedeutet ja viel mehr als Uhren. Womit haben Sie da begonnen? Gibt es irgendwas, was ich kenne, was vielleicht jeder kennt, aber nicht weiß, dass es von Ihnen ist? Oder Stücke, wo Sie sagen, da bin ich besonders stolz drauf, weil sie besonders gut gelungen sind oder besonders schwer zu designen waren? Also tatsächlich kennen die Menschen draußen in erster Linie unsere Uhren. Die Industriedesignprodukte, die wir machen, die sind meistens eben schon sehr industrieorientiert, also sehr technisch orientiert. Das sind zum Teil Lautsprechersysteme, das sind professionelle Signalübertragungseinheiten, das geht hin bis zu Robotern für die Industrie. Röntgenspektralanalysegeräte, also das sind Geräte, die draußen in der Industrie Anwendung finden, aber mit dem normalen Nutzer weniger zu tun haben. Okay. Also der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal eine Stanz- und Bindemaschine von uns in der Hand gehabt, die wir für die Firma Ibico gemacht haben, eine Schweizer Firma. Aber ansonsten sind es doch spezielle Produkte, die wir für die Industrie entwerfen. Okay, also womit der Endverbraucher nicht unmittelbar in Kontakt kommt. Genau, ja. Gibt es die Möglichkeit, da mal ein Beispiel sich anzuschauen? Ja klar, also wir können Ihnen gerne ein paar Produktbeispiele zeigen und das erklärt, glaube ich, ganz gut die Arbeit, die wir als Industriedesigner machen, die tatsächlich weit über das hinausgeht, was man sich üblicherweise unter Industriedesign vorstellt, nämlich nur einfach Sachen schöner machen,
Also wir achten auch immer darauf, dass die Produkte besser funktionieren, von ihrer Grundfunktion besser handhabbar sind, dass die Interaktion zwischen Mensch und Gerät deutlich besser wird, einfach, dass die Geräte besser, einfacher funktionieren. Gerade das Thema Einfachheit spielt nicht nur bei unseren Uhren eine Rolle, sondern auch bei dem Industriedesign. Weil ich bin der Meinung, gute Produkte müssen einfach sein. Das Leben und die Welt sind kompliziert genug und die Menschen sind dankbar für einfach zu bedienende, einfach sich selbst erklärende, sicher und angenehm zu bedienende Produkte. Ist das so ein bisschen Bauhaus geprägt? Ja, das schon, genau. Also ich habe an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert. Das ist quasi die Nachfolgehochschule von der Ulmer Hochschule und die ist quasi wieder in direkter Linie zum Bauhaus. Also quasi unsere Hochschule ist quasi der Urenkel, Entschuldigung, der Enkel vom Bauhaus. Okay. Quasi. Irgendwie kam mir die Idee bekannt vor, ich dachte, ich hätte die Grundzüge schon mal gehört. Ja, genau, genau. Und das Bauhaus ist jetzt über 100 Jahre alt, aber die Grundzüge gelten heute noch. Und das finde ich beeindruckend. Es ist nicht mehr ganz so, wie es damals war. Die Zeiten haben sich verändert. Und es ist auch nicht im Sinne des Bauhauses, dass man genau Bauhaus reproduziert, sondern Wesen des Bauhauses war, für die jeweilige Zeit das passende Design zu schaffen. Ja. Deswegen kopieren wir nicht einfach Bauhaus, sondern wir machen quasi die Genetik des Bauhauses, haben wir modernisiert auf das Jahr 2021 in dem Fall. Eine gute, gesunde Evolution. Absolut, ja, genau. Und das finde ich auch wichtig gegenüber Firmen, die jetzt einfach nur Bauhaus-Attribute kopieren, sei es bei Industrieprodukten oder, was man auch ganz oft sieht, bei Uhren. Das ist absolut nicht im Sinne des Bauhaus gewesen, dass einfach die Formensprache kopiert wird, sondern die Idee des Bauhauses ist, eine menschengerechte, funktionale, zeitgemäße Gestaltung zu machen. Und dieses zeitgemäß bedeutet eben jetzt für das Jahr 2021 und nicht für das Jahr 1920. Ja. Wenn die Form der Funktion folgt, und sich die Funktion im Laufe der Zeit wandelt, ist es eigentlich konsequent, dass sich auch die Form wandelt. Das ist richtig, ja, genau. Und auch die Formensprache oder die Produktsprache, also quasi Funktionen, die produktsprachlichen Funktionen, wie wir sagen, wie Symbolik und so weiter, die sind deutlich anders, als es vor 100 Jahren war. Und dem muss man als professioneller Designer auch Rechnung tragen. Und das ist genau unsere Philosophie. Wir machen schon funktionalistisches Design, aber genau angepasst an die Jetztzeit. Ja, vielen Dank. Das war ein unglaublich interessanter Einblick. Viele Sachen, die ich auch so nicht wusste, insbesondere auch die DNA des Bauhauses, dass sie lebt und nicht statisch ist, fand ich sehr interessant. Genau. Aber natürlich komme ich nicht nur wegen des Industriedesigns, sondern auch maßgeblich wegen der Uhren. Wie kam es, dass Sie von dem Industriedesign, was ja, wie ich erfahren habe, nicht primär endkundenorientiert ist, zu Uhren gekommen sind, wo Sie ja in dem Sinne eine ganz andere Kundschaft oder eine ganz andere Abnehmerschaft ansprechen? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja. Prinzipiell liegt es daran, dass Uhren seit jeher eine Faszination auf mich ausüben. Ich finde, eine Armbanduhr ist zum einen Zeitanzeige, aber zum anderen auch Ausdruck der Persönlichkeit. Also die Armbanduhr, die jemand trägt, ist immer ganz, ganz typisch für die Persönlichkeit. Also kaum jemand hat zufällig eine bestimmte Uhr, sondern es sagt immer sehr viel über seine Persönlichkeit aus. Und das hat mich fasziniert und entsprechend extrem sorgfältig war ich bei der Auswahl meiner Uhren, die ich mir damals gekauft habe, als ich noch keine selbst entwickelt habe. Und wissen Sie noch, was Ihre erste Uhr war? Das wollen Sie nicht wissen. Ich weiß ja, was ich gekauft habe. Ja, also meine allererste Uhr war tatsächlich eine mechanische Uhr, eine Bifora hieß sie, glaube ich, oder also irgend so eine Marke, die heute kein Mensch mehr kennt. Die war ja noch ganz okay. Das war damals in den 60er Jahren so die typische Kommunionuhr. Mhm. So wie die Uhren halt damals aussahen, die war auch ganz okay. Später in den 70er Jahren wurde es bei mir ganz wild. Da hatte ich so einen Klotz und so eine Taucheruhr und die hat so riesen Zeiger gehabt und ganz viele Anzeigen und außenrum noch so ein Rechenschieber. Also ein ganz wildes Teil und also mir konnte es damals auch nicht komplex genug sein. Ich fand komplexe Uhren total super. Das war so vor dem Designstudium
Und dann im Designstudium eben, wir haben das vorhin ja schon besprochen, Bauhaus influenziert, fängt man dann drüber nachzudenken, ist das eigentlich sinnvoll? Braucht man so viele Anzeigen? Braucht man diese Komplexität? Und dann habe ich mich umgesehen in Schaufenstern nach Uhren, die eben ganz reduziert die Uhrzeit anzeigen. Ich stand dann damals in Offenbach noch vor einem Schaufenster, habe reingeguckt und habe so drüber, den Blick so drüber schweifen lassen, 5 Sekunden, und dachte, eigentlich gefällt mir keine von den Uhren. Die waren alle überladen, hatten riesige Anzeigen mit Untereinheiten, Unteranzeigen, war mir alles viel zu komplex. Und da habe ich mir gedacht, es wird immer komplizierter mit den Uhren, die kriegen immer mehr Anzeigen, immer mehr Komplexität. Eigentlich müsste man doch das Ganze in die andere Richtung mal bringen, nämlich eine maximale Vereinfachung, alles weglassen, was nicht nötig ist, eine Uhr aufbauen wie ein Messinstrument. Mhm. Das war damals 1986 quasi der Grundgedanke von mir, mach doch mal eine Armbanduhr, die funktioniert wie ein Messinstrument. Eine Uhr ist ja letztendlich auch ein Messinstrument. Richtig, genau, genau. Und es ist ein sehr genaues Messinstrument, was nicht nur die Stunden anzeigt, sondern die Minuten und die Sekunden. Wobei das eigentlich nur erst in der Zeit der Industrialisierung von Bedeutung wurde. Also früher, als die Menschen noch in der Landwirtschaft tätig waren, da haben sie sich im Wesentlichen nach der Sonne gerichtet. Mhm. Und da war so eine grobe Einteilung. Es ist ungefähr 9, 10, 11, 12. Das war völlig ausreichend. Durch die Industrialisierung wurde die Zeit immer mehr unterteilt, immer mehr durchrationalisiert, was natürlich auch einen gewissen Stress bringt für die Menschen, was auch in vielen Fällen absolut seinen Sinn hat, aber es entsteht auch so ein Diktat der Minuten und Sekunden. Mhm. Und das Konzept, was ich damals entwickelt habe, ging auch ein bisschen weg, sondern wieder hin zu einer menschlichen Form der Zeitwahrnehmung. Die Idee war einfach, mach doch mal eine Uhr, die funktioniert wie ein normales Messinstrument, normales, ich sag mal, Barometer oder Zeigerthermometer hat einen Zeiger, eine Skala. Mhm. Und da dachte ich, das müsste doch eigentlich möglich sein, eine Uhr zu machen mit einem Zeiger, nämlich nur einem Stundenzeiger, und mit einer Spezialskala, die so ausgelegt ist, dass ich die Uhrzeit auch mit diesem einen Zeiger ausreichend genau ablesen kann. Und das war die Grundidee. Dann bin ich nach Hause, habe mir, wie man es als Designer so macht, Blatt Papier, Stift genommen, habe gemerkt, okay, die Skala ist nicht so ganz einfach, da muss man ein bisschen anders denken als bei normalen Uhren. Und dann ist relativ schnell tatsächlich diese ganz typische UNO-Skala entstanden. Wenn ich da kurz, die Skala ist, glaube ich, das entscheidende Element, denn Einzeigeruhren gibt es ja doch schon relativ lange. Kirchturmuhren waren auch im Ursprung nur mit einem Zeiger versehen, aber eben wesentlich schlechter ablesbar. Ja, das ist richtig, ja, genau. Nee, da haben Sie recht. Also es werden ja oft auch die Kirchturmuhren zitiert. Die allerersten hatten tatsächlich nur einen Zeiger, weil es eben ausgereicht hat. Aber da hat es eben gereicht, zu sagen, es ist 10 Uhr, es ist 11 Uhr oder kurz vor 10, absolut ausreichend. Die Besonderheit bei der UNO ist, dass man sie trotz dieser überblickhaften Zeitanzeige auch ziemlich genau ablesen kann. Also ich behaupte, auf 5 Minuten problemlos. Und mit bisschen Gefühl geht es auch auf 1 Minute genau. Weil die ist wie ein präzises Messinstrument mit einer ganz feinen Skala und mit einem ganz feinen Zeiger. Und in Kombination dieses System Zeiger-Skala ermöglicht es eben auch bei Bedarf die Uhr ganz genau abzulesen. Ich habe ja auch eine UNO und kann bestätigen, 2 Minuten Genauigkeit geht relativ schnell. Ja. 1 Minute braucht ein bisschen Übung, geht aber auch. Genau, genau. Und das ist so der Sinn, dass man in der Regel quasi überblickhaft die Uhrzeit erkennen kann. Aber wenn es dann darauf ankommt, dass man es mal genau braucht, muss man halt ein bisschen genauer hinschauen. Ich habe jetzt auch gerade eine UNO dran. Das geht dann auch erstaunlich gut eigentlich. Das war so damals die Grundidee. Und dann ging es los mit der Entwicklung der Uhr. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Uhr eigentlich nur für mich entwickelt ursprünglich. Ich dachte, außer mir versteht das sowieso keiner. Und ich habe sie dann zusammen damals mit der Firma Watch People auf den Markt gebracht. Da war der Herr Brassler noch dabei. Wir haben gesagt, wir versuchen das einfach mal. Aber das war dann vom Start weg ein totaler Erfolg, weil offenbar wirklich so ein Bedürfnis in der Bevölkerung entstand, mal eine andere Form der Zeitdarstellung mitzukriegen. Also die Uhr war vom Start weg ein super Erfolg, hat die Firma Watch People enorm vorangebracht. Die hatten
jährlich riesige Umsatzzuwächse allein über die UNO. Zeigt, es bestand damals und besteht übrigens heute auch noch so ein Bedarf nach einer anderen Zeitanzeige, souveränen Zeitanzeige. Und es geht auch wieder genau in diese Richtung Bauhaus, die wir vorhin besprochen haben. Die UNO ist absolut zeitgemäß, aber sie ist auch auf der anderen Seite ein Stück weit zeitlos. Die UNO ist 35 Jahre alt. Mhm. Wir haben sie in allen Details überarbeitet. Es gibt kein einziges Detail, was gleich ist. Aber die Grundidee, das Grundkonzept ist absolut gleich. Verbessert wurde sie in Details, aber sie funktioniert heute mindestens genauso gut wie damals, weil die Welt heute noch komplizierter geworden ist und die Menschen noch eine größere Sehnsucht nach Vereinfachung haben. Wunderbar. Ich freue mich total, dass Sie mir und auch meinen Zuschauern einen Einblick in den Designprozess geben wollen. Wie fängt das typischerweise an? Wie wird die Idee, die im Kopf ist, im ersten Schritt sichtbar? Ja, genau. Also es fängt, genau wie Sie sagen, immer mit der Idee im Kopf an. Typischerweise hat man eine Konzeptidee, zum Beispiel UNO 24, Einzeiger 24-Stunden-Uhr oder die Clavius, eine Dreizeigeruhr, aber mit einer besonderen Anzeige. Da hat man eine Idee im Kopf und dann, ich habe ein paar Zeichnungen mal mitgebracht, dann gibt es so eine ganze Reihe von Zeichnungen. Das ist jetzt hier schon relativ konkret, das sind schon relativ detaillierte Zeichnungen. So fängt man einfach mal an, bestimmte Formen zu entwickeln, auch sich über Proportionen Gedanken zu machen, Gehäuseform, Zifferblattgestaltung. Das sind zum Beispiel so ein paar lockere Designskizzen, die so das Wesen der Uhr verkörpern. Ja, einfach nur mal so ein paar Ideen, wie sowas dann sich entwickelt. Darf ich nochmal das Blatt davor sehen? Ja. Ich finde es interessant, dass es wirklich bis ins Band und die Schließe runtergeht. Ja. Ich war davon ausgegangen, dass das eigentlich doch überwiegend OEM-Teile sind und nicht wirklich designt werden, aber für den Gesamteindruck ist es nicht unerheblich, oder? Ja, das ist genau der Punkt. Also tatsächlich ist das ein Band, was wir hier gezeichnet haben, was es auch genau so gibt. Nur ein nacktes Gehäuse ohne, ich habe hier ein Gehäuse liegen, ein nacktes Gehäuse ohne Band sieht immer irgendwie unvollständig aus. Also um den Eindruck zu kriegen, wie die Uhr dann später wirkt, ist es immer absolut sinnvoll, ein Band mit dran zu zeichnen. Deswegen machen wir das meistens dann auch so in der Vollständigkeit. Ja, das sind jetzt einfach nur so ein paar Zeichnungen, wie sie so entstehen im Laufe des Prozesses. Da sieht man, das sind jetzt nicht nur Clavius-Uhren, sondern verschiedene Modelle, wie so ein Gesamtarrangement aussieht. Aber das ist jetzt so eine typische Zeichnung, die ist sogar noch von mir, wo es darum geht, bestimmte Details nochmal darzustellen. Also zum Beispiel eben Negativausnehmungen dann abliegen, die aufgesetzt sind, irgendwelche Ausfräsungen im Zifferblatt. Sieht man auch hier, da ging es um die Gestaltung von der UNO-Jubiläumsuhr, die ich jetzt auch sogar anhab, quasi wie die Appliken sich in diesem Zifferblatt, in der Zifferblatt-Innenlünette, wie die befestigt sind, wie sie integriert sind. Das ist der Reo, genau. Das ist der Index, richtig. Das ist das Blatt, ne? Ja, genau. Okay. Genau. Einfach, das sind so Denkskizzen, wie wir sagen, wo wir uns austauschen, wie ist der Applik quasi in den Reo reingesetzt, wie wirkt er, wo sind Schattenfugen, wo sind Erhebungen, wo sind Rücksprünge. Also das sind jetzt weniger illustrative Zeichnungen, sondern Erklärzeichnungen. Auch hier zum Beispiel, das sind so Zeichnungen, mit denen wir über Prozesse nachdenken, wie wir untereinander kommunizieren, um uns gegenseitig klarzumachen, wie wir es gedacht haben. Ich bin absolut fasziniert als Kommunikationsmittel. Ich würde wahrscheinlich da eine halbe Woche drauf brauchen, um das auch nur halbwegs hinzubekommen. Wahrscheinlich völlig unwichtig, aber wie lange sitzen Sie auf so einem Bild, wenn Sie das zeichnen? Ja, so ein Einzelbild, denke ich, dauert 3 Minuten. Man entwickelt so eine gewisse Sicherheit. Ne? Wobei ich jetzt mich so als maximal mittelmäßigen Zeichner einschätzen würde. Bestimmte Mitarbeiter, die sind da deutlich besser. Ich habe Ihnen ja vorhin ein paar Zeichnungen gezeigt. Das ist, sind zum Beispiel Zeichnungen vom Elchard Abilov. Und da sieht man auch, da ist natürlich eine wahnsinnige Routine im Zeichnen.
Der macht das schon ein paar tausend Stunden. Mhm. Und der macht so eine Zeichnung, ich würde mal sagen, in 5 Minuten, also komplett 3 bis 5 Minuten steht das Teil. Wahnsinn. Aber das ist einfach Sache der Übung. Und Talent. Ich bin ziemlich sicher, absolut, dass... Absolut. Talent, Ausbildung, Übung. Und man sagt ja immer, um eine Tätigkeit perfekt zu beherrschen, braucht man 10.000 Stunden. Das ist auch ein ganz einfacher Tipp. Wenn jemand super zeichnen möchte, muss er sich einfach 10.000 Stunden Zeit nehmen und dann hat er einen ganz anderen Stand erreicht. Ich glaube, dass auch mit 10.000 Stunden ich nicht einmal maximal mittelmäßig würde. Ja, gewisse Begabung ist natürlich dabei, das ist richtig, ja. Super. Aber auch das Thema Übung, Routine wird unterschätzt. Auch generell Gestaltung von Uhren hat auch viel mit Erfahrung, Routine und natürlich auch mit Begeisterung zu tun. Ne? Wenn jetzt die Zeichnungen soweit gemacht sind und Sie, wer ist eigentlich Sie? Entscheiden Sie in Person, ob der Weg gegangen wird oder ist das... eine gemeinschaftliche Entscheidung, stecken Sie die Köpfe zusammen und es wird dann mehrheitlich entschieden, welcher Weg der beste, der gangbare ist. Ja, genau. Also genau das Zweite ist der Fall. Das ist bei uns immer eine mehrheitliche Entscheidung. Wir treffen solche Entscheidungen immer im Team. Mhm. Es ist immer eine Konsensentscheidung. Also okay. Es ist nicht so, dass ich dann das letzte Wort habe. Ich sage immer, ich habe eine Stimme mehr als alle anderen zusammen. Spaß. Nee, also wir machen es wirklich absolut demokratisch und da gibt es auch immer einen Konsens. Ne? Also nicht mal ein suspensives Veto? Ja, ich sage mal so, ein grundsätzliches Vetorecht habe ich schon. Also es ist tatsächlich so, dass ich schon überzeugt sein muss, mhm. weil ich natürlich auch das wirtschaftliche Risiko trage, dass es funktioniert. Aber das kriegen wir immer hin. Also bei uns gibt es immer Konsensentscheidungen und die werden tatsächlich von allen getragen und die sind durch so viele Köpfe gelaufen, dass man davon ausgehen kann, dass die auch eine gewisse Sicherheit mit sich bringen. Okay. Also sehr demokratisch bei uns und hat sich auch absolut bewährt. Und ich lege sehr viel Wert auf die Meinung der Mitarbeiter, weil ich habe meine zentrale Perspektive, die anderen Mitarbeiter haben eine etwas andere Perspektive. Und genau dieser Pluralismus führt tatsächlich dazu, die objektiv besten Entwürfe auszuwählen. Also für mich sehr wichtig. Jetzt haben Sie sich im Team auf ein Design, einen Weg, eine Grundidee geeinigt. Mhm. Wie geht es dann weiter? Wie wird aus dem Papier über vermutlich mehrere Iterationsstufen eine Uhr? Mhm. Ja, da kommt uns das Hilfsmittel Computer, sprich Rechner mit entsprechenden Programmen sehr entgegen, weil man sieht es hier schon an den Zeichnungen, ich kann grob eine Idee erfassen, aber ein Zifferblatt zu gestalten auf ein Hundertstel Millimeter ist praktisch mit einer Handzeichnung nicht möglich. Geht aber perfekt am Rechner. Also ich kann am Rechner perfekt in realer 1:1 Identität ein Zifferblatt darstellen, natürlich deutlich vergrößert, aber von den Proportionen perfekt 1:1. Und genau dieses Medium nutzen wir. Das heißt, wir machen von allen Uhren, also angenommen, ich habe mich auf ein bestimmtes Prinzip UNO 24 festgelegt, dann machen wir einen ersten Entwurf. Dann fällt uns zu dem ersten Entwurf was ein, dann gibt es einen zweiten Entwurf. Dann gibt es einen dritten Entwurf. Dann hat jemand noch eine Idee, gibt es einen vierten Entwurf. Das geht dann immer so weiter. Typischerweise entstehen bei uns auf dem Weg, würde ich mal sagen, 30 bis 40 Entwürfe. Das sind dann riesige Bildschirme voll Zifferblätter, wo man auch so eine Evolution sieht, so eine Evolutionsstufe. Dann lassen wir die meistens etwas liegen, schauen dann wieder drauf, machen wieder eine Auswahl, verändern die Auswahl weiter. Also es ist wirklich so ein evolutiver Prozess, wo man auch so einen Fluss sieht und am Schluss entstehen dann so ein paar favorisierte Entwürfe. Mhm. Und dann engen wir das immer weiter ein. Das sind dann irgendwie 5 Vorentwürfe. Ich kann Ihnen später noch mal ein paar Zeichnungen zeigen. Also aus diesen ganz vielen Entwürfen machen wir eine kleine Auswahl und dann gibt es wieder diese Mehrheitsabstimmung. Dann wird diskutiert über diese Entwürfe und dann wird letztendlich einer festgelegt. Der wird dann im CAD nochmal genau umgesetzt, genau bestimmt mit Maßzeichnungen. Also wir erzeugen dann richtige 3D-Maßzeichnungen. Mhm. Und die sind wiederum die Basis für die Produktion. Okay. Hallo?
Mein Name ist Christian Bax, ich bin Produktdesigner und Uhrenentwickler hier bei Botta Design und ich gebe Ihnen jetzt mal einen kleinen Einblick, wie unser Uhrenentwicklungsprozess so abläuft. Herzstück einer jeden Uhr ist natürlich auch rein optisch das Zifferblatt und wir legen großen Wert darauf, dass der Zifferblattentwicklungsprozess bei uns sehr, sehr akribisch und gründlich durchgeführt wird. Wir können gerne mal hier in unsere Dateien reinschauen, dann sehen Sie mal, wie das Ganze seinen Weg geht von einer großen Vielzahl an Entwürfen bis zum letztendgültigen Entwurf. So, hier sehen wir jetzt einmal eine Übersicht von verschiedenen Entwürfen für eine GMT-Uhr, die bei uns demnächst auf den Markt kommen wird. Das heißt, eine Uhr, die zwei verschiedene Zeitzonen anzeigt. In dem Fall wird bei uns die hiesige Zeitzone auf einer 12-Stunden-Skala angezeigt und die GMT-Zeitzone, also die zweite Zeitzone, auf einer 24-Stunden-Skala. Dementsprechend ist die große Herausforderung bei dieser Uhr, beide Skalen zu vereinen und trotzdem so sinnvoll zuzuordnen, dass man sie getrennt voneinander ablesen kann. Diese Entwürfe sind bei uns im Prozess entstanden. Man sieht jetzt hier, dass wir verschiedene Versuche gemacht haben, ob man eine Skala innenliegend macht mit einem gewissen Abstand zum Rand oder ob man die Skalen eher versucht, näher aneinander anzugliedern. Dann geschieht eine farbliche Abstufung beispielsweise und das ist auch das, was letztendlich im Serienprodukt Einzug finden wird, von der weißen Skala außen, der 12-Stunden-Skala, zur orangen 24-Stunden-Skala innen. Das Ganze findet sich natürlich auch wieder. Die weißen Zeiger sind dementsprechend der weißen Skala zugeordnet und der orange Zeiger der orangen Skala. Und das ist also eine 12-Stunden Primärzeit und eine 24-Stunden GMT-Zeit. Exakt, okay. Genau so ist es. Dann dampfen wir die Zahl der Entwürfe immer weiter ein, legen uns dann immer mehr fest, in welche Richtung es gehen soll, bis wir am Ende natürlich bei einem finalen Entwurf am Ende rauskommen. Und das ist in diesem Fall dann einer in dieser Richtung. Der wird dann am Ende übersetzt in eine technische Zeichnung. Die sehen wir hier drüben, die dann sehr genau bemaßt wird. Wir legen großen Wert darauf, dass die Skala einen sehr runden und stimmigen Eindruck macht und dass sie der Ablesbarkeit zugute kommt. Das heißt, dass da die Skalierung wirklich sehr fein abgestimmt ist. Und das wird am Ende noch mit Farben versehen. Das sehen wir dann hier. Auch da machen wir verschiedene Versuche und lassen Muster herstellen. Und am Ende haben wir eine Musteruhr, anhand derer wir dann festlegen, wie das Serienprodukt am Ende aussehen wird. Und das Serienprodukt, so viel sei jetzt schon verraten, sieht sehr nah aus wie dieses Muster. Und es kommt dieses Jahr noch auf den Markt? Es kommt innerhalb des nächsten Monats auf den Markt, richtig. Also innerhalb von einem Monat vom Aufnahmezeitpunkt. Wir haben jetzt Anfang November nur als Referenz, weil ich nicht genau weiß, wann das Video gesendet wird. Richtig. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr. War sehr interessant. Ich danke Ihnen. Wir haben auch den Vorteil, dadurch, dass wir alle Teile bei uns konstruieren und im 3D aufbauen und auch entsprechend visualisieren können. Also wir können sogenannte Renderings machen. Mhm. Das heißt 3D-Modelle, die real identisch perfekt die Uhr abbilden, können die bewegen, können die animieren. Wir können quasi vorher schon Fotos schießen von dem 3D-Modell. Das heißt, wir sehen wirklich, wie die Uhr später aussieht. Und zwar genau so, mit Lichteinfall, mit Schattenwirkung, mit Details, mit Materialität und allem. Das ist ja das, was man von vielen Kickstarter-Campaigns kennt, wo die Uhren noch nicht gemacht sind, aber halt die Renderings gezeigt werden. Ja, genau, genau. Und wir nutzen die Renderings nicht nur, um sie darzustellen, sondern auch, um die Uhr zu beurteilen. Ne? Mhm. Also sowohl in der Frontansicht als auch in der Seitenansicht. Also wir machen da wirklich so Beurteilungsstudien. Mhm. Wie sieht die Uhr aus, wenn ich sie drehe? Ne? Das geht am Rechner sehr gut. Mhm. Und wir überprüfen es dann natürlich nochmal mit Modellen. Aber Modell ist immer ein gewisser Aufwand. Am Rechner geht es sehr viel schneller, erstmal in der Vorsimulation. Ja. Was der Rechner natürlich nicht darstellen kann, ist die Haptik. Wie Richtig, fühlt ja. es sich an? Ja. Es sieht gut aus, das sehe ich, aber
rutscht mir die Uhr aus der Hand, wenn ich sie in die Hand nehme. Ja, genau. Oder, ja, also, oder wie fühlt sie sich an oder wie ist sie am Arm, wie ist die Größe und so weiter. Ne? Wie gut lässt sich das Band wechseln bei einer bestimmten Form? Und zum Beispiel, ja. Oder wie trägt sie sich? Ja. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Uno mir anschaue, die hat eine bestimmte Gehäuseform, die so eben auf diese typischen Bewegungen des Handgelenks Rücksicht nimmt, was genau in dieser Gehäuseform, hier haben wir das Gehäuse ja nochmal. Mit dem abgeschrägten Boden. Mit dem abgeschrägten Boden eigentlich perfekt quasi Rücksicht nimmt. Mhm. Und das bestätigen uns auch unsere Kunden, die Uhren tragen sich super. Und das kann man natürlich nicht im CAD ausprobieren. Ja. Im CAD können Sie rein die Optik ausprobieren. Deswegen machen wir zwischen CAD-Darstellung und realem Modell immer noch einen Zwischenschritt mit Modellen. Ich habe da auch was vorbereitet für Sie. Da sehen Sie bestimmte Modelle. Ich nehme das gerade mal. Das sieht man hier ganz schön. Teile, das sind bestimmten Kunststoff aus einem bestimmten Harz im Stereolithografie-Verfahren produziert werden. Was ist das? Da müssen Sie mich mal abholen. Ja, also das kann ich nicht mal buchstabieren. Genau. Stereolithografie, steckt das Wort Stereo drin und Lithografie. Das ist ein Formgebungsverfahren, bei dem in einem Harzbad zwei Laserstrahlen auf den Punkt strahlen, sich an den Punkt treffen und wo diese Punkte, die zwei Laserstrahlen sich treffen, von dem Harz aus, das heißt, das Harz polymerisiert aus, das heißt, aus dem flüssigen Harz wird festes, kristallines Harz und da wird Punkt für Punkt wird quasi ein Modell aufgebaut aus dem Flüssigkeitsbad. Kann es sein, dass ich das schon mal gehört habe bei der Schmuckherstellung? Ich habe nämlich, meine Frau hat sich einen Ring gekauft, der aus einem Silbergitter besteht. Okay, das klingt so in die Richtung, ja. Und er sagte sprach auch von Lasern und von einem Punktaufbau. Sagte, es ist kein echter 3D-Drucker, funktioniert aber ganz ähnlich. Okay, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Verfahren. Ja. Die Stereolithografie hat eine extrem hohe Auflösung, das heißt, man erreicht auch wirklich so eine, gut, da ist jetzt schon ein Zifferblatt drauf. Da ist auch ein Zifferblatt drauf, da ist auch ein Zifferblatt drauf, da auch. Da auch. Alles schon mit Zifferblatt versehen. Ich schaue hier nochmal. Da ist zum Beispiel oben jetzt sichtbar auch diese Schichtung, diese Treppung, die entsteht. Das tut aber keinen Abbruch. Das sieht ein bisschen unpräzise aus, aber um die Größe zum Beispiel zu beurteilen, um die Haptik zu beurteilen, um die Uhr letztendlich dann auch mal in den Arm zu nehmen, ist so ein Stereolithografie-Teil optimal. Ich zeige das gerade mal. Also ich habe relativ große Handgelenke, deswegen würde man jetzt sehen, dass diese Größe für mich ein bisschen klein ist. Aber man kann auch schon mal sehen, wie läuft denn das Band, wie verhält sich die so am Handgelenk und so weiter. Das funktioniert super realistisch. Man muss noch dazu sagen, die kommen natürlich nicht so aus der Maschine raus, sondern das ist meistens so ein beiglich-gräuliches Teil. Wir lackieren die dann nochmal nach mit entsprechendem Spray, um eben diesen Silber-Effekt zu erzielen. Und ich habe es ja vorhin schon mal gezeigt. Was wir dann auch machen, ist, dass wir Tintenstrahldrucke als Zifferblatt reinsetzen, um die Gesamterscheinung zu überprüfen. Und Sie sehen schon, wenn ich das jetzt so anlege, das sieht schon aus wie eine Uhr. Ja. Also mit so einem doch relativ schnell erzeugten Modell lässt sich die Wirkung von so einer Uhr am Arm perfekt überprüfen. Und das ist quasi die letzte Stufe, bevor wir dann sagen, okay, so passt oder es muss noch ein bisschen kleiner werden oder der Winkel ist zu steil oder es sieht zu plump aus oder unten ist zu wenig Freiraum. Mhm. Das kann man dann tatsächlich an solchen Modellen perfekt überprüfen. Und erst wenn diese Stufe durchlaufen ist, dann sagen wir, okay, jetzt von diesem Teil eine CAD-Konstruktion und genau so hätten wir das gerne produziert. Dann kommt der Prototyp. Richtig, genau. Dann kommt der Prototyp, das heißt, der Hersteller, genau richtig, baut typischerweise ein oder zwei Gehäuse, die schickt er zu uns. Da baut der Uhrmacher dann auch schon Werke ein, weil er baut praktisch eine komplette Uhr auf. Damit können wir quasi nochmal die Realität genau überprüfen. Und erst wenn der Prototyp funktioniert, ich trage den meistens persönlich eine ganze Weile, um zu schauen, wie funktioniert er in der Praxis, wie kann ich die Uhr ablesen, müssen wir noch was ändern. Das ist quasi die letzte Stufe, bevor tatsächlich die Serie dann gestartet wird. Und wenn auch der Prototyp die
Prüfungen alle bestanden hat, wir alle okay sind und auch nach ein paar Wochen noch sagen, okay, sieht super aus, genauso sollten wir es machen, dann gibt es das Go, dann werden die technischen Zeichnungen gemacht, beziehungsweise die sind ja schon gemacht, aber dann quasi ist der Startschuss für die Produktion. Was müsste denn schieflaufen, mit zurückspringen? Denn wenn man hier auf dem Modelllevel ist, hat man ja schon doch so manche Stunde investiert. Ja. Und wenn man dann am Abend feststellt, irgendwas funktioniert nicht, sind Sie da ganz rigoros und gehen in jedem Fall zurück? Oder gibt es auch einen Kompromissbereich, weil eine gewisse Investition an Stunden schmeißt man da nicht so gerne weg, wenn man wieder zurückgehen muss. Das stimmt, aber also die Kröte müssen wir schlucken. Also wir sind da absolut kompromisslos. Wenn wir entdeckt haben, dass uns was nicht gefällt, dann wird es geändert. Weil wir haben viel Zeit investiert, aber es ist dann doch mit relativ überschaubarer Zeit wieder zu ändern. Aber wir wollen, dass die Uhren perfekt sind, wenn sie rausgehen. Okay. Und wenn ich einen Fehler entdeckt habe irgendwo, dann würde ich den immer sehen und das würde mich immer ärgern. Und da sagen wir, okay, gut, dann müssen wir einfach die Zifferblattproduktion jetzt an der Stelle nochmal verändern oder die Gehäusedetails. Das kommt tatsächlich hin und wieder mal vor, dass wir dann bestimmte Details nochmal überarbeiten. Aber genau dafür gibt es ja auch die Stufe. Und es hat sich gezeigt, wenn man da zu schnell vorgeht, dann hat es oft nicht so die Perfektion, die wir uns wünschen. Umgekehrt, wenn man diesen sorgfältigen Prozess durchzieht, dann kommt ein perfektes Produkt raus. Und es ist wirklich, wie Sie schon richtig sagen, unglaublich viel Zeit, was da reingeht. Das sind ein paar Stunden, ja, das sind bei uns typischerweise etwa 1000 Stunden, die wir für die Entwicklung von einem neuen Modell, also sprich mit neuem Gehäuse, brauchen. Hört sich unglaublich viel an, ist auch unglaublich viel Zeit, aber es ist wirklich auch ein Prozess, der wirklich viel Zeit, viel Iterationsschleifen umfasst. Aber das ist unser Anspruch, das ist Botta-Design. Ich sehe Hirsch, Sie sagten hochwertige Bänder. Ja. Ja, da achten wir drauf. Sowohl bei Leder- als auch Metallbändern nehmen wir wirklich nur Top-Qualität. Mhm. Weil die kosten natürlich mehr als billige Produkte, aber bei uns steckt der Aufwand in der Entwicklung. Ich habe die 1000 Stunden erwähnt und wir geben uns auch sehr viel Mühe bei der Produktion, also bei der Produktion, Montage und auch beim Kundenservice. Und da wäre es absolut an der falschen Stelle gespart, wenn wir jetzt an der Qualität sparen würden. Wir haben die Erfahrung gemacht, zu unseren Uhren passt nur Top-Qualität, alles andere wäre underengineert. Das Schlimme ist ja, der Unterschied zwischen einem ganz billigen und einem guten Band ist gemessen am Preis der Uhr geringfügig eigentlich, ja. Nicht genau. Der Löwenanteil. Richtig. Aber wenn ich eine Uhr in die Hand nehme und das Band ist schlecht, dann ist das der erste Eindruck. Absolut. Und den kann ich nicht wiederholen. Ja, genau, das stimmt. Ja. Also das ist der Unterschied von uns zu Billigherstellern. Bei Billigherstellern, die gehen ganz anders ran. Die sagen, hier können wir noch 10 Cent sparen, hier können wir noch 20 Cent sparen, hier können wir 1 Euro sparen. Bei uns ist eher die Frage, entspricht es unserem Qualitätsanspruch? Was können wir noch verbessern? Das ist ein ganz anderer Anspruch. Ne? Deswegen sind unsere Uhren jetzt eben nicht im Billigsegment beherbergt, sondern in einem mittleren Preissegment. Aber ich behaupte, dass bei uns das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist, weil wir haben teure Komponenten, teure Zutaten, sehr gute Verarbeiter. Das kostet Geld, aber wir investieren relativ wenig Geld in Werbung und geben das mit sehr mäßigen Spannen weiter. Also der Kunde bekommt bei uns halt wirklich sehr gute Qualität für einen sehr anständigen Preis. Ja, also ich denke, dass die Qualität, die wir anbieten, durchaus, also mit Sicherheit sogar, den von Nobelmarken entspricht. Nur wir haben eine andere Kalkulation, wir haben deutlich weniger Werbung. Das macht unsere Uhren halt deutlich preiswerter als in der absoluten Luxusklasse. Vor allen Dingen finde ich persönlich, sind Ihre Uhren in manchen Aspekten sehr viel durchdachter. Was ich zum Beispiel unglaublich mag, ist die Bodenform. Man guckt nicht drauf, man sieht es nicht, aber bei einer 44 mm Uhr am Arm merkt man es jede Stunde, wo man die Uhr am Arm hat. Dass einfach nichts drückt, nichts klemmt und selbst die große Uhr sich
wirklich problemlos tragen lässt. Und absolut, ja. Nee, ist ein ganz, ganz das wichtiger Punkt. Kann ich also aus eigener Erfahrung sagen. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie angelesen, sondern... Ja. Nee, es ist wirklich so. Weil wir haben bei allen Produkten, die wir machen, immer den Anspruch, die muss man von vorne, von der Seite und auch von hinten angucken können. Das muss überall super aussehen. Ne? Mhm. Und sie muss auch funktionieren. Ne? Und das kriegen sie wirklich nur, wenn sie genau diesen aufwendigen Prozess durchlaufen, mhm, mit sehr viel Selbstkritik und sehr viel Ehrgeiz und auch einem gewissen Fachwissen. Aber es ist absolut richtig, die Uhren sehen auch von hinten gut aus, tragen sich gut, sehen von der Seite gut aus. Also ich glaube, wenn jemand ein bisschen Ahnung von Uhren und ein bisschen Formgefühl hat, dann sieht er sofort den Unterschied von unseren Gehäusen und Zifferblättern zu Nachahmern oder zu Billigproduzenten. Da liegt halt einfach der Unterschied. Das sieht nicht jeder, ist richtig. Aber ich sage mal, Leute, die ein gewisses Qualitätsempfinden haben, die einen Blick für Qualität haben, denen auch Qualität wichtig ist, die sagen, ich hänge mir doch nicht so ein billiges Teil an den Arm, sondern die sagen, ich möchte eine Uhr, die durchgestaltet ist, die Top-Materialien hat, das bin ich mir einfach wert. Die schätzen das natürlich. Und ich finde es auch wirklich, jede Uhr von Ihnen, und habe ja nun die Uhren schon alle mehrfach angeguckt, einfach ästhetisch schön. Ob's das ist jetzt, unser Anspruch. Ob es jetzt mein Stil ist, ist eine ganz andere Frage, aber ich finde sie ästhetisch schön. Ja, ja, genau, das ist unser Anspruch. Ja. Sie haben ja noch andere Teile liegen. Mhm. Das ist aber jetzt kein Modell, das ist auch kein Druck, sondern das sieht mir alles sehr, sehr echt aus. Ja, genau. Also ich habe jetzt hier die ersten Bauteile oder schon ganz wesentlich die Bauteile von unserer neuesten Uhr. Das ist eine Jubiläumsuhr und zwar zum 35-jährigen Jubiläum der UNO. Also der Original-UNO haben wir ein Modell aufgelegt und das sind jetzt hier die ersten Modelle, die wurde schon veröffentlicht, sind im Internet auch sichtbar. Mhm. Uns fehlt aktuell noch der Zeiger, die anderen Komponenten sind da, also man sieht das Gehäuse, das ist in dem Fall das Automatikgehäuse, sieht man auch schön von unten, sehr skulptural, wir sagen immer Architektur fürs Handgelenk. Haben Sie es jetzt ausschließlich an der Bauhöhe gesehen oder haben Sie es noch woran gesehen, dass es das Automatikgehäuse ist? Man sieht es an der Bauhöhe, ist richtig, wenn man genau hinschaut und man sieht es natürlich am Glasboden, ne? Weil nur die Automatikuhr hat diesen Saphirglasboden. Ich hätte jetzt gerade nicht gesehen, ob es offen ist oder nee, jetzt sehe ich das Glas, ich war gerade nicht sicher, ob nur der Deckel fehlt. Genau, nee, der Deckel ist drauf. Und man sieht auch hier ganz schön diesen verschraubten Boden. Ich kann ihn jetzt mit der Hand aufschrauben, weil er nicht fest angezogen war. Die Uhren sind komplett verschraubt, also oben die Lünette, die Top-Lünette wird draufgeschraubt, der Boden wird reingeschraubt. Hier ist zum Beispiel die Lünette mit dem Saphirglas. Mhm. Eins der teuersten Teile, das ist nicht ein normales Saphirglas, sondern es ist beidseitig gewölbt und beidseitig mit einer extrem hochwertigen, extrem kratzfesten Entspiegelung bearbeitet, also vergütet und ich kann das jetzt hier zusammenschrauben. Es fehlt natürlich in Wirklichkeit noch das Wichtigste, nämlich das Zifferblatt, das Werk und so weiter. Aber Sie können sich vorstellen, hier ist das Zifferblatt mit dem Sonderdruck. Der Zeiger fehlt leider noch, der ist in der Produktion. Die Krone ist auch schon fertig und auch sehr schön, das wird man dann im Detail sehen. Ja klar, das ist der beschriftete Rotor mit der Sondergravur, steht Edition 35 drauf. Das ist der Hinweis auf die 35 Jahre UNO. Auch das Band ist ein spezielles Band. Die Farbe gut, das Rotor. Ja, finde ich auch schön. Das ist natürlich jetzt kein Standardrotor, sondern der ist galvanisiert mit einer ganz bestimmten Farbe. Mhm. Also wird beschichtet, metallisch beschichtet. Und dann nochmal bedruckt mit einer Sonderfarbe und einer Sondergrafik. Ja, sieht fast aus wie perlgestrahltes Titan, aber ist natürlich nicht perlgestrahlt, sondern satiniert mit Genfer Streifen drauf. Aber von der Farbe her geht es fast Richtung Titan. Ja, genau. Das ist eine Galvanisierung. Also da geben wir uns auch viel Mühe, gerade bei den Rotoren, weil ich finde, so ein Rotor, das ist auch so ein Teil, was ganz besonders prägend ist von der Automatikuhr und da kann man auch so ein bisschen Charakter reinbringen. Eine Besonderheit von uns ist, dass wir bei bestimmten Rotoren auch immer die Struktur des Zifferblatts nochmal abbilden. Mhm. Also der Rotor hat ja so eine Halbkreisform und eignet sich dadurch schön, um die Struktur des Zifferblatts nochmal abzubilden.
Sehr schön, sehr interessant und ich hätte nicht gedacht, dass bei einer Uhr dann tatsächlich auch diese Leichtgewichte als Modelle gemacht werden, um einen ersten haptischen und realen Eindruck zu bekommen. Ein Aufwand, den ich echt unterschätzt habe. Ja, ja, da steckt viel Aufwand drin, aber das ist im Prinzip ist es genau aus der Entwicklung von Produktdesign entlehnt. Also wir machen natürlich genau die gleichen Schritte, die wir im Produktdesign machen. Und das bringt einfach Sicherheit, gestalterische Sicherheit, technische Sicherheit mit sich rein. Also man kann mit solchen einfachen Modellen einfach überprüfen, wie wird es später mal aussehen, um zu verhindern, dass man in der Serie merkt, dass ein Fehler passiert ist. Ne? Also das ist ein typischer Produktdesign-Entwicklungsprozess, der sehr diszipliniert, sehr strukturiert ist, aber zuverlässig zu einem sehr guten Ergebnis führt und auch verhindert, dass man irgendwelche Irrwege läuft oder dass man irgendwelche Sachen übersieht. Wunderbar. Also da profitiert dann auch unser Uhrendesign von dem Know-how des Industriedesign. Bleibt denn dieses Design stabil oder verändert sich das über die Zeit? Und wenn ja, wie verändert sich das und auch gegebenenfalls warum? Okay, also beides kann ich mit Ja beantworten. Also die Uhr ist ein ganz gutes Beispiel. Das Design bleibt tatsächlich stabil, aber es verändert sich auch. Also wir nennen das so eine normale Evolution. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich glaube, man kann es ganz gut sehen, die allererste Uno, das ist das erste Serienmodell. Und ich zeige mal das aktuelle Modell vergleichbar. Also die hat 39 mm Durchmesser, die hat 40 mm Durchmesser. Dazwischen liegen 30 Jahre ungefähr. Man sieht sofort die Ähnlichkeiten. Aber es gibt im Detail auch Unterschiede. Ich kann das einmal kurz erläutern. Also damals, da war die Uhr tatsächlich deutlich billiger gemacht. Das war auch damals üblich, zum Beispiel Messinggehäuse zu verwenden. Man sieht es, das ist eine getragene Uhr, es könnte sogar meine eigene gewesen sein. Die Verchromung geht ab, das Messing oxidiert. Die Form war sehr schön damals, extrem flach. Das ist damals schon super gelungen mit diesem Messinggehäuse. Sie hatte Saphirglas. Man sieht auch, die Zeigerform war damals noch ein bisschen anders. Ich zeige es mal im Vergleich zu der nächsten Evolutionsstufe. Da sieht man schon ganz prägnant die Unterschiede, nämlich der Zeiger hat ein Gegengewicht bekommen, was er am Anfang nicht hatte. Die Skala wurde wirklich im Detail deutlich überarbeitet. Wesentlicher Unterschied bei dem zweiten Modell ist das Edelstahlgehäuse. Also das ist wesentlich korrosionsbeständiger, wesentlich hochwertiger. Und sie hatte auch schon Saphirglas. Also neben der gestalterischen Veränderung gab es auch jede Menge technische Veränderungen. Insgesamt hat die Uno tatsächlich 7 Evolutionsstufen hinter sich. Also von der ersten bis zur heutigen Uno gibt es 7 Zwischenstufen. Ich habe jetzt exemplarisch einfach mal 3 rausgenommen, weil die Details doch relativ gering sind, aber im Fortschritt dann gut erkennbar sind. Also alle 4 bis 5 Jahre gibt es? Also jetzt nicht? Ja, vielleicht, also teilweise sogar etwas mehr. Ja, genau. Also in unterschiedlichen regelmäßigen Abschnitten. Ne? Also damals ganz wesentlicher Fortschritt, Edelstahlgehäuse, irgendwann kam dann das Saphirglas dazu. Es haben sich Details verändert, wie zum Beispiel auch die Lünettenbreite oder hier eben dieses plane Saphirglas. Bei der neuesten Uno haben wir jetzt gewölbtes Saphirglas. Das ist erheblich teurer als das plane, aber es sieht auch, finde ich, erheblich besser aus. Die Skala ist nochmal verändert, auch wenn man genau hinschaut, sieht man auch der Farbton, der Weißton ist etwas besser, etwas angenehmer. Es ist ein natürlicheres, tiefes, sattes Weiß. Die Strichstärken wurden optimiert. Der Kontrast ist auch bei der modernen etwas größer geworden, oder täuscht mich das? Ja, das kann durchaus sein. Das ist wahrscheinlich die Summe aller Details. Ne? Auch von hinten, wenn man sich das mal anschaut, da haben wir zum Beispiel in den letzten Evolutionsstufen viel Wert auf die Rückseite gelegt. Das ist hier okay an der linken. Bei der rechten, also bei diesem Modell, sieht man schon, es ist erheblich überarbeitet. Es hat eine völlig neue Geometrie. Man könnte die Uhr fast schon andersrum anziehen. Das Gehäuse oder der Gehäuseboden hat eine sehr schöne Grafik mit dieser zirkularen Beschriftung. Zirkular deswegen, weil hier auch der Boden verschraubt ist. Also es ist nicht nur ein
geklipster Boden wie bei den alten Modellen, sondern verschraubter Boden, was technisch Vorteile bietet, aber auch gestalterisch und auch vom Service her das Ganze einfacher macht. Dann erstmals diese ausgeprägten Flanken rechts und links, die den Tragekomfort erhöhen. Dann alle Details wie Krone, Bänder und so weiter, wurde alles überarbeitet. Das nur so als kurzes Beispiel, wie ein absolut bewährtes Design beibehalten wird, aber die Qualität sowohl in der Gestaltung als auch in der Technik halt deutlich, deutlich verändert wird. Ich habe mir die Uhren ja eben schon mal angeguckt und wenn sie so nebeneinander liegen, ist der erste Eindruck, es ist die gleiche Uhr. Aber wenn man wirklich genau hinschaut, ich war überrascht, wie viele Unterschiede es doch im Detail gibt. Ja. Zeigerform, Strichstärke, Fonttyp, Stärke des Logos. Also doch sehr viele Sachen, die, wenn man länger drauf guckt, den Gesamteindruck doch stark verändern. Aber man merkt es nur mittelbar, also nicht unmittelbar. Ja, das stimmt, genau. Und die Wirkung in der Summe wird aber deutlich, deutlich besser, weil eben das Ganze die Summe der Details ist. Mhm. Also die Summe dieser ganz kleinen Bausteinchen, sowohl qualitativ als auch gestalterisch, machen aus der neuen UNO eine deutlich ästhetischere und wertigere UNO, als sie früher war, wobei sie da auch schon sehr ästhetisch war. Ich finde nach wie vor noch, wenn ich mir anschaue, wie flach die damals war, das war schon auch eine schicke Uhr, aber ist eben vor allen Dingen auch in der Technik deutlich weiterentwickelt, auch von den Uhrwerken her und so, Bänder, alles wurde deutlich überarbeitet. Ja. Und auch das Gehäusematerial, dass man also die Korrosion nicht mehr sieht, den Abrieb nicht mehr sieht. Ja. Also Messinggehäuse ist heute praktisch nicht mehr machbar. Wir verwenden seitdem Edelstahlgehäuse und gehen sogar immer mehr in Richtung Titan, weil ich Titan auch für ein ganz hervorragendes Uhrenmaterial halte. Das sind Materialien, die sind sicher sehr schwer zu verarbeiten. Messing lässt sich super einfach verarbeiten, das ist ein billiger Werkstoff. Die anderen Werkstoffe sind total schwierig zu verarbeiten, aber natürlich auch viel haltbarer und viel hautfreundlicher. Weil auch wenn man keine Allergie kriegt, man hat halt diesen Grünspan dann am Arm gehabt früher. Ja, und das ist natürlich dann Vergangenheit. Auch allein die Optik. Also es gibt ja viele, die Vintage-Uhren mögen und auch die Gebrauchsspuren an den Uhren mögen. Ich persönlich muss gestehen, mag gerne Uhren, die nicht so gebraucht aussehen. Ja, das stimmt. Geht mir genauso. Wirklich absolut faszinierend und ich glaube, ich habe in so kurzer Zeit noch nie so viel dazugelernt. Okay. Ich weiß, dass Sie Ihr Uhrenportfolio in vier Quadranten, vier Produktbereiche aufteilen. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich gerne kurz rübergehen, dass Sie die entsprechenden Produktlinien einmal sagen, was Sie unterscheidet, wie Sie aufgebaut sind und warum Sie das genauso aufgestellt haben. Mhm. Ja, sehr gern. Ja, die Uhren, die in letzter Zeit entstanden sind, lassen sich ganz grob in sieben Grundtypen aufteilen. Und diese sieben Grundtypen passen wiederum perfekt in unsere Quadrologie. Ich kann das ganz kurz erklären, Quadrologie, weil es vier Segmente sind. Die vier Segmente bauen sich auf aus zwei Zeilen und zwei Spalten in der und der Richtung. In der oberen Zeile sind die Einzeigeruhren. In der unteren Zeile sind die Mehrzeigeruhren. Auf der linken Hälfte finden Sie die 12-Stunden-Uhren, auf der rechten Hälfte die 24-Stunden-Uhren. Entsprechend sind hier die Einzeiger 12-Stunden-Uhren, Einzeiger 24-Stunden-Uhren, Mehrzeiger 12-Stunden-Uhren, Mehrzeiger 24-Stunden-Uhren. Eigentlich eine ganz übersichtliche Logik. Hier oben in dem Bereich ist die UNO, also unsere quasi Galionsuhr, die Ursprungsuhr, auch die Nova als Einzeigeruhr für Fortgeschrittene, wie wir sagen, mit noch einer etwas großzügigeren Darstellung der Zeit. Dann Einzeiger 24-Stunden-Uhren mit ihrem typischen zweigeteilten Zifferblatt, Tag-Nacht-Hälfte, sind in dieser Kategorie. Dreizeigeruhren, also das, was man normal als, sage ich mal, gewöhnliche Uhr ansieht,
Bei uns sind auch die gewöhnlichen Uhren doch ziemlich außergewöhnlich. Also sind dann Details wie bei der Dress, wenn man genau hinschaut, finden sich Details wie C-Zeiger oder kleine Zahlen, die nur auf den zweiten Blick erkennbar sind. Also jede dieser Uhren hat auch was ganz Besonderes. Oder unsere mehreren Zeitzonenuhren oder auch nicht zu vergessen die Clavius, auch eine Dreizeigeruhr mit einer ganz speziellen Anzeige. Und nicht zuletzt die 24-Stunden-Dreizeigeruhren. Also 24-Stunden-Dreizeigeruhren für Menschen, die eine 24-Stunden-Anzeige schätzen, aber die Genauigkeit von Minuten und Sekunden brauchen. So grob ist quasi unsere Quadrologie ganz gut, glaube ich, erklärt. Und die 7 Modelle, die wir anbieten, nehmen immer Platz in einem dieser 4 Segmente. So, jetzt sind wir schon fast durch. Mhm. Mich und ich weiß auch andere interessiert natürlich, wo Ihre Uhren entstehen. Mhm. Sie sind ein Designstudio, Sie sind für das Design verantwortlich, Sie entwickeln die Ideen, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, produzieren Sie die Uhren hier im Hause nicht selber. Mhm. Wo werden Ihre Uhren hergestellt? Also unsere Uhren werden komplett in Deutschland produziert. Vielleicht vorneweg ist die Konzeption, also das Ausdenken der Uhren, findet bei uns hier statt. Die Gestaltung der Uhren findet statt. Wir machen auch die Konstruktion. Ich kann Ihnen dann später auch ein paar Beispiele zeigen. Das heißt, wir definieren ganz genau bis auf den Hundertstel Millimeter die Maße der Gehäuse, der Zifferblätter, der Zeiger. Das wird komplett von uns durchkonstruiert und mit diesen Zeichnungen oder Datensätzen gehen wir dann zu Herstellern von Gehäusen, von Zifferblättern, von Zeigern, von den ganzen Zutaten und die produzieren es dann für uns. Wir bekommen dann diese Einzelteile und lassen die dann von unseren Uhrmachern auch wiederum in Deutschland zusammenbauen. Das funktioniert alles in Süd- und Mitteldeutschland, da werden unsere Uhren produziert, was für uns den ganz großen Vorteil hat, dass wir eine maximale Flexibilität haben, was Produktion anbelangt und auch den direkten Kontakt mit unseren Produzenten haben. Weil zugegeben, unsere Uhren sind kompliziert. Also wir sind auch ein bisschen berüchtigt dafür, dass unsere Uhren einen hohen Anspruch haben. Also wir sind sehr pingelig, was Qualität anbelangt. Und wir sind natürlich auch extrem genau, was die Umsetzung von unseren Designvorgaben anbelangt. Also wir arbeiten nur ausschließlich mit Top-Herstellern, oberste Kategorie, weil wir gemerkt haben, unser Anspruch an die Verarbeitungsqualität, an die Umsetzungsqualität ist so hoch, dass wir wirklich nur die erste Liga wirklich sinnvoll einsetzen können. Endkontrolle findet hier im Hause statt? Unter anderem, also jeder unserer Hersteller macht eine eigene Kontrolle, also bevor die Uhren bei ihm rausgehen, also speziell der Uhrmacher, der die Uhren zusammenbaut, macht eine 100% Kontrolle von der Uhr. Wir machen das im Haus nochmal, einfach aus Sicherheitsgründen, weil es rutscht mal was durch. Wir schauen mit anderen Augen drauf als der Hersteller, also wir machen Lauftests hier, wir machen optische Qualitätskontrolle, wir prüfen jede Uhr tatsächlich einzeln. Und erst wenn sie bei uns die Prüfung bestanden hat, geht sie an den Kunden raus. Also jede, nicht nur stichprobenweise, absolut, sondern jede. Genau. Jede Uhr, genau, die Sie an Kunden schicken, hat hier jemand in der Hand gehabt und hat sich die Detail angeschaut. Genau, genau. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum unsere Reklamationsquote äußerst gering ist. Also wir haben ganz, ganz wenig Reklamationen, ganz, ganz wenig Ausfälle, weil wir eben da ziemlich genau sind. Erstens in der Montage und zweitens in der Kontrolle. Sehr schön, super. Sie sagten, Sie haben Uhrmacher, der die Uhren macht. Mhm. Der sitzt nicht hier vor Ort. Wenn ich jetzt ein Problem mit meiner Uhr habe, bei der Quarzuhr ist die Batterie leer oder vielleicht habe ich festgestellt, der Zeiger sitzt doch nicht so hundertprozentig und ich wende mich an Sie. Machen Sie das hier oder schicken Sie es an Ihren Uhrmacher? Wie sieht es aus, falls doch mal eine der seltenen Reklamationen auftritt? Okay, also es kommt ganz darauf an, was zu tun ist. Batteriewechsel können natürlich wir hier machen. Das kann auch jeder, sage ich mal, Uhrmacher, der Ahnung hat, was er tut, kann es machen. Es gibt auch Menschen, die meinen, das zu können, aber dann doch keine Ahnung haben. Davon würde ich abraten. Also auch unsere Uhren sollten an Leute gehen, die auch einen Batteriewechsel beherrschen, ohne irgendwelche Schäden anzurichten. Also wir empfehlen idealerweise, die Uhren zu uns zu schicken, weil dann ist garantiert, dass die Uhr fachgerecht
also die Batterie gewechselt wird, und wir wechseln nicht nur die Batterie, sondern wir machen eine Dichtigkeitsprüfung am Eingang, wir machen eine Dichtigkeitsprüfung, wenn sie rausgeht. Das heißt, wir checken die Uhr komplett durch, auf Funktion, auf Wasserdichtigkeit, weil oft merken es die Kunden gar nicht, dass zum Beispiel eine Dichtung an Dichtheit eben nachgelassen hat. In so einem Fall würden wir die Dichtung, also wir wechseln sowieso immer die Batteriedichtungen, aber auch wenn sonst irgendwie ein Leck ist oder so, das würden wir erkennen. Wir machen entsprechende Dichtigkeitsprüfungen im Haus. Und dann ist die Uhr wirklich rundherum tipptopp wieder in Schuss. Prinzipiell kann es ein Uhrmacher auch, wenn er mit der gleichen Sorgfalt vorgeht. Bei uns weiß der Kunde, dass es eben sehr sorgfältig und sehr umfassend gemacht wird. Ansonsten einfache Arbeiten, Bandwechsel, Batteriewechsel, Dichtigkeitsprüfung. Das sind so die Arbeiten, die wir im Haus machen. Sobald es etwas komplizierter wird, Werktausch oder Revision, da gehen wir natürlich zu unserem Uhrmacher, weil das ist ein, also speziell bei einer Mechanikuhr, eine Revision ist ein sehr aufwendiger Prozess. Und da haben die Geräte dafür, da sind die ausgebildet, das geben wir dann an die ab. Es ist ein Thema, was ganz, ganz oft diskutiert wird. Wie lange dauert eine Revision einer Dreizeigerautomatik bei Ihnen? Denn so in der Industrie sind die Laufzeiten ja irgendwas zwischen 4 Wochen und 8 Monaten. Für eine Revision, ja, klar. Also bei uns geht es in der Regel etwas schneller. Also 4 Wochen muss man tatsächlich schon rechnen. Also 8 Monate, glaube ich, gab es bei uns jetzt noch nicht. Es dauert tatsächlich eine gewisse Zeit, weil es ist nicht so, dass der Uhrmacher kommt und nimmt die Uhr und spült sie irgendwie durch und dann geht sie wieder zurück, sondern die Uhr wird komplett zerlegt. Und auch das Werk, das war mir bis vor einiger Zeit auch nicht bewusst. Das komplette Werk wird komplett zerlegt in alle Einzelteile, wird komplett gereinigt. Also wir machen es auch so, dass wir bestimmte Verschleißteile ersetzen, die werden komplett neu gemacht. Dann wird die Uhr wieder zusammengebaut, wird geölt, wird eingestellt, einreguliert und dann haben sie quasi wieder ein völlig neues Uhrwerk bei den Automatikuhren. Also es ist nicht nur so, dass da ein bisschen sauber gemacht wird, sondern die Uhr wird quasi wieder in den Neuzustand zurückversetzt. Und der Reinigungsprozess plus eventuell Bestellen von Sonderbauteilen und so, das erfordert ein bisschen Zeit. Dann macht der Uhrmacher natürlich seine Prüfungen, er muss den Gangtest machen. Das heißt, die Uhr wird beobachtet auf dem Beweger, wie viel Zeitverlust hat sie. Wir stellen es ziemlich genau ein oder lassen es ziemlich genau einstellen und erst dann kommt sie zu uns. Dann machen wir nochmal einen Check. Also das sind ein paar Wege, das sind ein paar Wartezeiten. Es dauert tatsächlich, ich würde mal sagen, so 4 Wochen muss man auf jeden Fall rechnen. Aber also 8 Monate. 4 Wochen ist eine sehr faire Zeit, denn Ihr Uhrmacher sitzt ja auch hoffentlich nicht beschäftigungslos da und wartet nur auf meine Uhr. Das ist das Thema, genau. Ja, vielen Dank. Das war ein unglaublich spannender, angenehmer Vormittag. Wir haben 11:40, ja, ist tatsächlich Vormittag. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und würde Ihnen gerne das letzte Wort überlassen. Okay, vielen Dank. Ja, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es für die Zuschauer auch interessant war, ein bisschen so bei uns hinter die Kulissen zu schauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehle ich einfach unseren Slogan, entdecken Sie die Zeit neu. Schauen Sie mal bei uns rein, schauen Sie mal auf die Seite, da gibt es mit Sicherheit die Zeit in ganz neuer Form zu entdecken. Vielen Dank.